So, hi Leute, hier ist der Felix von FM und ich habe mal wieder was Neues für euch. Und zwar haben wir hier einen Trailer, einen Auflieger, einen Tieflader und wir haben einen Dreiachser mit elektrischen Rampen, mit elektrischen Stütze vorne, mit elektrischer Heckabstützung und das Coolste ist eine Nachlaufachse, und zwar ist die passiv, das heißt, wenn er fährt und lenkt, dann dreht es die automatisch mit. Bedeutet aber, ich kriege einen viel, viel engeren Wendekreis hin und ich kann die auch sperren von der Fernsteuerung aus, da sitzt ein Servo drin. Ja. Dieses Modell wird fast fertig geliefert, das heißt, ihr habt ihn, könnte man eigentlich sagen, almost ready to run, obwohl es ein Anhänger ist. Bedeutet, es ist hier hinter alles fertig aufgebaut, es ist hier vorne alles fertig aufgebaut. Ihr müsst noch die Rampe ranschrauben, ihr müsst noch hier Vorderteil und Hinterteil miteinander verheiraten. Über die Teleskopstange, die da drin sitzt, das zeige ich euch auch gleich. Ja, und dann habt ihr den fix fertig aufgebaut, Achse sind schon montiert, alles. Der ist komplett aus Aluminium gefertigt, hat eine unglaubliche Tragkraft. Ihr könnt hier 38 Kilo draufstellen, ohne dass hier hinten irgendwann Rad irgendwo schleift. Ja. Ich mache euch noch ein Video, definitiv, wie ich da drauf sitze und wie ich mich ziehe mit dem Fahrzeug. Das möchte ich machen, ja, um euch zu zeigen, was er aushält. Er ist komplett aus Aluminium gebaut, ist blau eloxiert oder rot eloxiert. Wir machen auch verschiedene andere Eloxal-Farben auf Anfrage. Könnt ihr in jeglichen Farben machen lassen. Ihr habt hier oben drauf und da seht ihr, das sieht wirklich schön aus, wirklich schön gemacht. Diese Holzplanke da drauf, die da eingelassen sind, vorne und hinten, ist echt Holz. Ja. Ihr habt hier Riffelblech drauf. Hier so gebürstetes Aluminium, hier hinter auch Riffelblech, also wirklich sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Ich zeige euch das nachher noch von näherem. Es gibt für hier vorne Aluplanke, die man da reinstecken kann, dass das hier alles zu ist. Ihr habt hier vorne drauf eine Staubox für irgendwas. Ihr habt ein Ersatzrad vorne mit dran. Hier unten drin sitzt eine kleine Platine und zwar steuert die über Knöpfe hier an der Seite die ganzen Funktionen. Das bedeutet, ihr habt hier alles bedienbar ohne Fernbedienung. Ja. Von der anderen Seite kommt hier hinten ein Akku rein, mal zum Verständnis. Und auf der Seite habt ihr eben die Bedienung. Da könnt ihr dann Stütze hoch runterlassen, hinter Achsensperre und so weiter. Könnt ihr hier alles bedienen, ja, über kleine Taster. Die andere Alternative ist, wie wir es jetzt hier gemacht haben, die Bedienung kommt raus an der Seite und ihr macht hier einen Empfänger rein und steuert das einfach alles von der Fernsteuerung aus, optimalerweise mit einer Fernsteuerungsanlage, die in der Lage ist, zwei Empfänger zu binden, wie hier zum Beispiel die FlySky Paladin. Hier nehmt ihr dann einen Empfänger ins Zugfahrzeug, einen Empfänger in den Trailer, die koppelt ihr dann beide als ein Fahrzeug und so könnt ihr während dem Fahren hier hinter auch die Lichtanlage steuern. Er hat schon Beleuchtung mit eingebaut. Ihr könnt hier hinter auch die Stütze und alles steuern, während ihr die Zugmaschine bedient. Ja, das ist also die Optimallösung. Dann braucht ihr hier keine Infrarotübertragung oder sonst irgendwas für die Bedienung hier hinter. Ja. Auch sowas machen wir natürlich auf Anfrage komplett. Ja, wenn er sagt, oh Gott, was muss ich denn da alles beachten? Ich habe keine Ahnung. Ich will da einfach irgendwie die Rampe runterlassen und losfahren. Anrufe, E-Mails schreiben, können wir alles für euch einrichten und so programmieren, wie ihr das haben wollt. Ja. Brauche ein bisschen Kaffee heute leider. Was heißt leider? Ja, ich brauche einfach ein bisschen Kaffee. Ja. Ich zeige euch mal hier schön noch, was man da machen kann. Und zwar ist der teleskopierbar. Wir haben da unten, Achtung, so, einen kleinen Knüppel hier, den ziehen wir raus. Von Hand machen. Also teleskopierbar ist ja nicht elektrisch oder so. Das muss man schon selber machen. Und jetzt schau mal. Zauberei! Guck mal, jetzt ist er eingerastet. Jetzt guck mal das an. Könnt ihr das noch hier in die Mitte stellen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das da eigentlich parken soll.
Schau mal. Wahnsinn, oder? Jetzt stellt ihr hier hinter einen Bagger drauf. Der einen richtig langen Arm hat, den könnt ihr dann da vorne drauflegen. Ihr könnt den da auch noch in der Mitte hier nochmal irgendwie abstützen. Könnt ihr das weiter nach hinten schieben. Dann kann der Bagger vielleicht auch noch hier drüber fahren. Ja, also ihr habt hier wirklich richtig, 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 richtig viel Platz. Wenn, was ihr da draufstellen wollt, noch breiter ist, wie das, was wir hier sehen, dann können wir an der Seite noch die Stützen rausziehen. Da sind auch noch extra Holzplanken dabei, die man dann da an der Seite reinlegen kann. Schau mal. Und jetzt guck mal das an. Guck mal diese Verbreiterung hier hinter an. Und jetzt guck mal dieses mega riesige Gerät hier an. Ja? Was für ein riesen, riesen Tieflader ich hier auf einmal in der Hand habe. Und wie verdammt stabil der auch ist, trotz dieser ausgefahrenen riesengroßen Länge hier. Jetzt guck mal, ich habe hier extra ein Zollstock dabei. Wir schauen mal die Maße an. Breite 19 cm. Verbreiterung 30 mm beidseitig. Das heißt, ihr kommt auf 25 cm Gesamtbreite, wenn ihr die Verbreiterung draußen habt. Dann die Länge hinten. Schau mal hier, 60 plus hier vorne 35, ja. Sind wir bei 95. Die gesamte Ladefläche beträgt 60 plus hier vorne 5. 65 cm Gesamtladefläche, aber in Teleskop ausgefahrenen, im teleskopierten Zustand, sagt man so, keine Ahnung, im ausgefahrenen Zustand 105 cm reine Ladefläche. Ja? Gesamtlänge im ausgefahrenen Zustand 135 cm. Ja? Also ganz schön großer Tieflader, ja, würde ich mal sagen. Und das Schöne ist, ich habe einen großen Tieflader und ich habe aber auch einen kleinen Tieflader. Also ich habe eigentlich hier beides. Ich habe einen schmalen Tieflader und ich habe einen breiten. Und ich habe alles vorinstalliert. Elektronik, alles mit drin. Ja. Die Regler sind mit drin. Das ist alles fixe, fertig eingebaut. Natürlich ist er nicht ganz günstig, aber er kann ja auch viel. Und dem her passt es ja dann wieder. Wenn ihr mal so rumschaut, was Tieflader kostet, die sind meistens nicht ganz so günstig. Die, wo günstig sind, die sind meistens nicht ganz so gut. Das sieht man relativ schnell. Es gibt wenige, die gut sind und günstig, die können aber nichts. Das heißt, meistens fehlt da komplett die Elektronik, da fehlt die Beleuchtung, da fehlen Stützen, da fehlen Vornestützer, da fehlt sowieso eine Nachlaufachse, meistens gar nicht. Hinter habt ihr dann keine Funktion. Oder Hydraulikfunktion, die aber auch noch nicht eingebaut ist oder vielleicht noch Hydraulikpumpe dazu muss. Ja, hier ist einfach alles dabei. Ready to run. Fix, fertig. Alles aufgebaut, ja. Und alles eingebaut und man braucht nichts extra dazu. Kein Mogelpaket. Ja. Das heißt, wenn man das kauft, hat man alles. Ja. Ein Preis, ein Set. Ich kann auch für 800 Euro das kaufen und dann brauche ich noch das. Am Schluss kostet es, keine Ahnung, auch wieder viel und dann sind wir wieder beim Gleichen, ja. Jetzt habe ich einen Preis gesagt, 800 Euro, gell? Also ihr könnt euch schon vorstellen, 800 Euro kostet das jetzt nicht. Kostet ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es ist auch ein High-End-Produkt. Es ist verdammt stabil, es geht an sich lang, es geht breit, es hat schöne Details, hochwertige Materialien, tipptopp, ja. Ansonsten hätte ich auch nicht in einem Anhänger mit PL18 drin, ja. die ist natürlich optional, gehört nicht dazu, ja. Jetzt schalten wir den mal ein und dann zeige ich euch mal, was der alles kann. Hier vorne, falls ihr euch fragt, wieso hängt da ein Kabel? Der hat ein Bussystem drin für die Beleuchtung. Ja? Es gibt ein Fury Beer, also das Ding hier, dieses Gerät kommt von Fury Beer. Es gibt ein Fury Beer Lichtmodul und das ist kompatibel mit dem Bussystem hier. Das heißt, wenn ihr das Bussystem von der Zugmaschine mit dem Trailer verbindet, dann habt ihr die Lichtsignale von der Zugmaschine in den Trailer, nur die Lichtsignale. Also diese Rampe und alles haben da nichts damit zu tun. Ihr könnt nur die Lichtsignale über Bus übertragen und dann geht dahinter der Blinker und das Bremslicht, wie bei der Zugmaschine. Ja. Das heißt, da geht dann alles gleich. Ja. Deswegen dieses Kabel. So, jetzt machen wir es aber mal an.
So, Achtung. Schau mal. Hinter, erste Funktion. Schau mal da. Seht ihr? Die Stütze. Die geht nach unten. Die verhindert, dass der nach hinten kippt, wenn ich mit was sehr Schwerem da drauf fahre. Schau mal. Das heißt, wenn ich jetzt dahinter mit was Großem über die Rampe fahre, dann fällt er nicht um. Die kann ich hier mit einem Servo, klack, klack, hoch und runter fahren. Ja, die ist auch sehr stabil. So, nächste Funktion. Die Frontstütze. Habt ihr gehört? Zack, die schaltet sich ab, wenn sie am Anschlag sind. Ich habe sie jetzt hochgelassen, obwohl sie schon ganz ausgefahren sind. Jetzt fahren wir sie mal runter. Das geht relativ langsam, aber das sind Spindeln, das geht auch mit viel Kraft. Ja? Weil ich brauche da Kraft. Ich meine, wenn ihr jetzt hier ein schweres Gerät drauf habt, dann muss ich auch mit Kraft hochheben. Jetzt zeige ich es euch mal hoch. Jetzt guck mal. Das schaltet sich dann, wenn es zu viel Druck kriegt, schaltet es sich ab. Aber so hat es schon, ganz schön viel Kraft. Also ich würde mal sagen, ich drücke jetzt hier bestimmt mit 10 Kilo oder so, drücke ich da jetzt schon drauf. Ja. Jetzt schaltet er sich ab, wenn er oben ist. Ja. Dann haben wir die Nachlaufachse. Guck mal. Jetzt fahre ich mal, ich simuliere mal, als würde ich fahren. Guck mal, jetzt lenke ich mal. Seht ihr, was die Achse hinter macht? Die lenkt mit, ja. Ich fahre eine Kurve, guck mal. Ich fahre vorne eine Kurve und gucke hinter die Achse, die geht in die entgegengesetzte Richtung. Das ist einfach nur durch Reibung passiert das. Und dadurch kriege ich aber einen sehr kurzen Wendekreis oder einen sehr kleinen Wendekreis hin. Und da seht ihr auch schon jetzt das Problem, warum diese Achse sperrbar sein muss. Weil ich jetzt rückwärts fahre, guck mal. Die geht hier irgendwo hin, nur nicht da, wo die hin soll. Ich kriege den jetzt rückwärts nicht mehr geradeaus geschoben sinnvoll. Das heißt, ich müsste jetzt hingehen, muss die Achse sperren hinter. Jetzt ist die Achse hinter gesperrt. Guck mal. Und jetzt kann ich schön rückwärts fahren. Schau. Wenn ich jetzt aber vorwärts fahre, eine Kurve mache, kriege ich den hier kaum gedreht. Dann mache ich die Achse wieder auf. Guck. So, also das ist eigentlich normaler Zustand, sagen wir mal. Nur im Falle, dass ich rückwärts fahren will, sperre ich die Achse. Und dann schiebe ich ihn schön geradeaus nach hinten und er geht mir hier nicht mehr irgendwo weg. Ja. Die Heckrampen, wichtigstes. Entschuldigung, falscher Knopf. So, die muss ich hier oben betätigen, habe ich jetzt da drauf gelegt. Da bleibe ich einfach drauf, solange bis sie unter sind. Ja. Ich kann ja die auch mit einem Dreipunktschalter machen, dass er auf Anschlag bleibt. Hier habe ich jetzt einen Taster, da muss ich halten. Aber das ist eine reine Programmierungssache an der Fernbedienung, wie man das da eingestellt hat. Ja. Jetzt guckt mal, was die machen. Die fahren sich komplett über eine Umlenkung mechanisch hier hinter selber aus. Die haben hier Spindler drin. Gut versteckt, sieht wie Hydraulik aus. Sie sind sehr, sehr schwach. Mit Absicht. Ah, Entschuldigung, sie sind nicht sehr, sehr schwach, so kann man das nicht sagen. Sie sind sehr, sehr schwach, genau. Ja. Nein, sie sind sehr empfindlich, was es angeht, sie anzuhalten. Schau mal, wenn ich sie anhalte, schaltet sofort die Elektronik im Regler ab. Wegen Überlast. Das heißt, ich kann die Motoren nicht kaputt machen. Ja. Ist wichtig. So, schau mal, jetzt sind wir ganz runtergefahren, bis auf Anschlag. Weiter geht es jetzt nicht mehr. Und jetzt macht die Mechanik hier hinter automatisch zu. Das heißt, ich kann jetzt hier, guck mal, ich kann jetzt hier nicht mehr weiter nach unten drücken. Und ich kann jetzt hier wirklich mit viel Kraft. Ich kann hier wirklich mit viel Kraft drauf, ohne dass irgendwann, ich habe noch nicht mal die Stütze jetzt hinter runter gemacht. Wenn jetzt die Stütze hinter runter macht, ja, schauen wir mal, wo die waren. Da, guck mal, wenn ich jetzt da hochfahre mit was Schwerem, schauen wir, was jetzt passiert. Jetzt fahre ich da hoch und jetzt bin ich da. Jetzt würde der sich vorne abheben, schau. Passiert jetzt nicht, wegen den Stützen, weil ich die runtergefahren habe, ja. Jetzt würde ich die wieder hochfahren und jetzt lassen wir die Stützen, die Rampe wieder nach oben, da wo sie hingehören, zum Fahren. Guck mal, das ist das, was ich meinte. Wenn ich die jetzt anhalte, Achtung, hört mal genau hin. Ich halte die an und dann schaltet aber auch der Antrieb ab. Das heißt, der Motorregler sagt Überstrom und schaltet ab. Dass dieser kleine Motor, der in der Spindel sitzt, nicht durchbrennen kann. Ich meine, es ist sehr filigran gemacht, dieser Spindelantrieb, der ist sehr klein und der Motor ist in der Spindel integriert. Ja, man sieht ihn von außen nicht, das sieht natürlich wunderschön aus. Dadurch hat er aber nicht viel Kraft.
In der Anwendung brauche ich sie ja auch nicht. Ich meine, in einem Baggerarm oder in einem Radladerarm wäre das jetzt was anderes, gell? Aber hier brauche ich die Kraft nicht. Da fahre ich ja nur eine Rampe hoch und runter. Da kann ich dann diese Spindel benutzen. Ja. Sieht eigentlich wunderschön aus und funktioniert auch richtig gut. Ja. So, schau mal, die eine ist jetzt schon oben. Die stellt sich dann jetzt aber auch ab, weil das jetzt wieder überlascht. Die fährt jetzt wieder auf Anschlag und jetzt die. Hält sich auch ab. Schön ist, sind selbst hemmende Spindeln. Das heißt, jetzt, guck mal, jetzt sind sie zu. Jetzt kriege ich sie nicht mehr nach unten gedrückt. Die läuft quasi, die Steigung ist so wenig in der Spindel, kriegen wir jetzt nicht mehr runter. Bleibt so. Ja. Wir haben ja in letzter Zeit immer mehr Trailer gelistet. Die sind aber alles nicht so fertig Trailer. Die sind alles noch, muss man was aufbauen oder brauchen wir noch was dazu oder es ist, man muss noch lackieren. Hier haben wir jetzt wirklich mal ein Modell im Sortiment. Alles fix fertig drin für denjenigen von euch, der nicht so viel Lust hat zum Bauen, der lieber spielt. Perfekt. Ja, schaut ihn euch im Shop an, wenn er euch interessiert. Lasst mir das ein oder andere Kommentar da. Ich lese es immer gerne. Nehmt es mir auch, wenn es irgendwie geht, zu Herzen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch würde mich freuen. Und lasst mir noch ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Hier oben wird ein FM-Logo eingeblendet. Da könnt ihr ein Abo da lassen. Wie immer, Vorführmodell zu 15% Rabatt. Wenn es einer haben will, meldet euch einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Felix.